Aus aktuellem Anlass melden wir uns heute aus Strehla, wo zurzeit die Bürgermeisterwahlen im vollen Gange sind. Neben mir steht Peter Schreiber, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und nun vom Wahlzettel gestrichen werden soll. Was ist geschehen? Herr Schreiber, wo sehen Sie die Hintergründe? Ja, die Hintergründe sind schnell erklärt. Wir hatten 5 Kandidaten in Strehla für das Amt des Bürgermeisters und von diesen 5 Kandidaten ist einer einfach mal so eben gestrichen worden. Das ist meine Person. Das heißt, ich soll jetzt nicht mehr auf dem Wahlzettel stehen. Wie begründet der Gemeindewahlausschuss sein Vorgehen? Also der Gemeindewahlausschuss stellt sich in seiner offiziellen Begründung auf den Standpunkt, dass man für das Amt des Bürgermeisters die Beamteneigenschaft erfüllen muss, das heißt die Gewähr dafür bieten muss, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Diese Voraussetzung sieht er angeblich bei mir nicht erfüllt und stützt sich dabei auf Aussagen, die ich im Wahlkampf und auch vorher schon getroffen habe oder auf Stadtratsanträge von mir, in denen ich zum Beispiel ausgeführt habe, dass ich mich in allererster Linie für die Interessen der deutschen Bevölkerung in Strehla einsetzen werde. Oder ich hatte einen Antrag gestellt, der darauf abzielte, Zuwanderungsanreize für Asylbewerber nicht zu schaffen, also zu vermeiden. Und in diesen Dingen, sowie auch in meiner Mitgliedschaft bei der NPD, sieht er also den Grund dafür, dass ich also angeblich für dieses Amt nicht geeignet bin. Wie gedenken Sie dagegen vorzugehen? Also wir haben schon Beschwerde dagegen eingelegt. Die liegt jetzt beim Landratsamt, also genauer gesagt beim Rechts- und Kommunalamt in Meißen. Und wir werden natürlich darüber hinaus, falls dieser Beschwerde nicht stattgegeben wird, alle rechtlichen Möglichkeiten inklusive Klage bis vom Landesverfassungsgericht natürlich einsetzen, um letztlich dann die Zulassung doch noch zu erreichen und den Bürgern in Strehla eine echte politische Alternative auf dem Wahlzettel anzubieten. Eine ganz kurze Frage noch, wie ist aktuell oder wie sind die Reaktionen der Bevölkerung hier in Strehla? Es findet nach meiner Wahrnehmung doch eine deutliche Solidarisierung statt und was sicherlich die gegnerischen politischen Kräfte, die ja nun auch in diesem Wahlausschuss drin saßen und das ganz bewusst so lanciert haben. Womit die sicherlich nicht gerechnet haben, ist, dass es sogar auch gewisse Trotzreaktionen gibt nach dem Motto, der Kandidat, der jetzt nicht auf dem Wahlzettel steht, wenn wir die Möglichkeit erhalten, ihn zu wählen, dann werden wir das auch tun. Also das habe ich gehört auch von Leuten, die vorher eigentlich gesagt haben, ich bin schon die letzten Jahre überhaupt nicht mehr zur Wahl gegangen. Also die Sache wird dadurch erst richtig spannend. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Gerne. Danke für die Fragen.